Der Geist Gottes verwendet sich für dich. Römer Kapitel 8, Verse 27 und 28. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es gibt wohl viele Dinge, die haben alle Gläubigen gemeinsam. Sie glauben an den einen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, zur Vergebung der Sünden und zur Rechtfertigung vor dem gerechten Gott im Himmel. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die uns zu Gläubigen macht. Nicht meine moralische Wertvorstellung, mein Gerechtigkeitssinn, mein Unterscheidungsvermögen oder meine Intentionen entscheiden, was richtig und was falsch ist, sondern die Gnade Gottes, die in mein Leben kommt, durch den Glauben, durch die Predigt, durch die Offenbarung Jesu Christi. Wenn Gott nun weiß, wer wir sind, was wir brauchen, wohin wir gehen und worauf wir uns verlassen und was uns hilft und auch was uns nicht hilft, kann und muss der Herr auch klare Richtlinien aufzeigen, die für ein Leben absolute Priorität haben, nämlich für ein Leben eines Kindes Gottes. Und dies geschieht sowohl im Großen wie im Kleinen und bei jedem Christen ganz individuell. Oswald Chambers schreibt in seinem Andachtsbuch: Die Lebensumstände eines Heiligen werden von Gott bestimmt. Im Leben eines Heiligen gibt es keine Zufälle. Gott führt uns durch seine Vorsehung in Lagen, die wir durchaus nicht verstehen können, doch versteht sie der Geist Gottes. Gott führt dich an gewisse Orte, zu gewissen Menschen und in gewisse Verhältnisse, damit die Fürbitte seines Geistes in dir eine ganz bestimmte Richtung einschlage. Deine Umstände sind in Gottes Hand. Deshalb soll es dich niemals seltsam anmuten, dass du dich gerade in dieser oder jener Lage befindest. Soweit. Gott kann dich zum Beispiel, wie gehört, gezielt auf Menschen aufmerksam machen, für die du beten solltest. Das können sowohl Glaubensgeschwister oder auch Außenstehende sein. Wenn du manchmal den Eindruck hast, für jemanden beten zu müssen, an den du gerade denkst oder den du gerade siehst, dann ist das durchaus als Hinweis des Heiligen Geistes zu verstehen. Und dies unabhängig davon, ob du diese Person kennst oder nicht. In Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 34 steht geschrieben: So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das impliziert ja auch, dass wir uns allzu oft unnötige Gedanken machen und uns um Dinge sorgen, die rein menschlich, aber nicht unbedingt immer geistlich sind. Sorgen ziehen uns nach unten und erschweren unseren Alltag. Wer wüsste das nicht? In Philipper Kapitel 4, Verse 4 bis 7 steht nun: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das sind keine geistlich abgehobenen Weisheiten, sondern ganz praktische und realitätsnahe Tatsachen, mit denen wir täglich zu tun haben. Dies ist aber gewiss keine Aufforderung, alles zu ignorieren, was mit meinem Alltag zu tun hat, sondern eher ein Ansporn, für sein Leben praktisch auch Sorge zu tragen, aber immer im Glauben und im Gebet und in dem, was mir gerade passiert, in meinen Umständen und
durch den Heiligen Geist auch bewirkt. Nach etwas zu trachten, nämlich wie gelesen nach Gottes Reich, beinhaltet gleichzeitig den Glauben, dass einem alles zum Guten mitwirkt. In Psalm 37,5 werden wir aufgefordert, dem Herrn unsere Wege mit Hoffnung anzubefehlen. Dass uns alles irgendwie hilft, bedeutet wiederum, dass selbst das Negative oder Überflüssige und Komplizierte keine Zeitverschwendung war, sondern auf dem Weg, der jedem Gläubigen persönlich bestimmt ist, ein Baustein ist. Und nicht alles, was wir für überflüssig und verkehrt und kompliziert halten, ist es in Wirklichkeit auch. Gott kommt auf jeden Fall, auch bei dir, mit jedem seiner Kinder ans Ziel. Keiner kann einen wiedergeborenen Menschen aus Gottes Hand reißen. Das ist uns versprochen. Johannes 10, 29. Unser Leben kann uns dennoch auch manchmal in Situationen bringen, die uns zu schaffen machen. Haben wir ja alle schon erlebt. Da haben wir dann womöglich das Gefühl, alleine gelassen zu werden. Der König David kannte solche Momente in seinem Leben zur Genüge. In Psalm 13, Verse 2 bis 6 schrieb er: Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Es ist nicht verboten, als Christ auch einmal traurig, verzagt, ängstlich und unsicher zu sein. Wir sind nun einmal schwache Menschen, die von Zeit und Umständen überaus abhängig sind und entsprechend manche innerlichen Kämpfe austragen. Durchaus, wie David, auch im emotionalen Austausch mit Gott. Aber dies sollten wir nie ohne Hoffnung und Glaube an die Gnade Gottes tun. Es ist nie schon aller Tage Abend bei Gott. Allein der Herr hat stets das letzte Wort und alle Fäden fest in seiner Hand. Er steht über Zeit und Raum und über alle Umstände. Er ist der El Shaddai, der Allmächtige, auch in deinem Leben. Das Endziel des Glaubens ist der Seelenseligkeit, 1. Petrus 1,9. Aber es gibt auch viele kleine Ziele, die Gott mit uns im täglichen Leben erreichen will und wird. Manches braucht sicherlich seine Zeit und seinen Raum oder beinhaltet manche Ehrenrunde oder Veränderung, aber Gott hat immer den Überblick und es ist ihm niemals zu viel oder zu schwer, den Gläubigen alles zum Guten mitwirken zu lassen. Dass wir das nicht immer alles nachvollziehen und verstehen können, liegt auf der Hand. Wir sind Menschen und Gott ist Gott. Wir haben es schließlich mit dem allmächtigen Gott zu tun und das dürfen wir versuchen zu verstehen in allen unseren Umständen und Vertrauen haben. Aber wo könnte der Glaube, also das Vertrauen auf Gott, besser greifen und sichtbar werden, als wenn wir aktive Glaubensschritte unternehmen und stets damit rechnen, dass uns tatsächlich alles zum Guten mitwirkt oder nach Luther zum Besten dient. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Eltern sagen das ihren Kindern manchmal so auf diese Art und Weise: Das ist gut für dich, das muss so sein, du verstehst es nicht, aber wir wissen, dass du das jetzt brauchst, also halt die Füße still, wir wissen, was wir tun. Aber sie machen dabei auch Fehler. Aber Gott macht keine Fehler. Jeder Christ geht seinen eigenen Weg mit Gott und hat seine Berufung. Unsere Berufung durch Gott hat aber mit unserer Erlösung und Heiligung nichts zu tun. Das ist die Grundlage. Und darum sollen wir uns auch keine Sorgen machen, vor allem nicht um materielle Dinge. Jesus hat den Preis für unsere Sünden bereits am Kreuz bezahlt. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Was sollte uns nun noch Schlimmes passieren können? Selbst wenn wir krank werden und sterben, ist das kein Verlust, sondern ein Gewinn. Deine
Zeit liegt in Gottes Händen. Dein Leben sollte kein Selbstzweck sein, sondern was jedem Einzelnen letztlich zum Besten dient, ist auch das, für was er von Gott begabt und ausgebildet wird. Du hast sicherlich auch in deinem Leben noch Aufgaben vor dir, die Gott dir geben möchte, dass du sie tust zu seiner Ehre und zu deinem Besten und auch zum Dienst an anderen. Es ist ein Privileg, von Gott erzogen, begabt, berufen und auch eingesetzt zu werden. Du bist wichtig für Gott, weil seine Ehre durch deinen geschenkten Glauben in vielen Momenten deines Lebens wunderbar und harmonisch zum Ausdruck kommen kann, durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem persönlichen Leben. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11 heißt es entsprechend: Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.